Dieser Gang war jahrelang gesperrt. Nun ist das alte Eisenerzbergwerk in Niedermöllrich wieder zugänglich. Eine Gruppe aus dem Dorf hat dafür gesorgt, dass der historische Stollen saniert wurde. Tiere haben im Inneren ihre Spuren hinterlassen. Die Taschenlampe hilft, sie zu entdecken. Leichter zu finden sind diese Herzen, die Liebespaare 1944 in die Steine ritzten. Damals war der Stollen ein Luftschutzbunker. Die Niedermöllricher haben viel Arbeit in das Bergwerk investiert, das bereits 1867 genehmigt wurde. Erz wurde aber nur ab 1939 wenige Jahre lang abgebaut. Und hier liefen damals die Schienen lang für den Erztransport. Gelegen direkt am Strand der idyllischen Eder.